Das beste vegane Restaurant der Welt. Veganismus und vegane Lebensmittel sind unweigerlich einer der größten Trends in der Foodwelt der letzten Jahre. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch in der gehobenen Küche, in der Haute Cuisine, in der Sterne-Gastronomie veganes Kochen Einzug hält. Dementsprechend habe ich wirklich das Gefühl, im heutigen Video eine Sache zu erleben, die ich wahrscheinlich ganz, ganz lange nicht vergessen werden kann und auch eine Sache, die wegweisend sein könnte für das Fine Dining der Zukunft. Wir sind nach Luxemburg gefahren, um das mit einem Stern bewertete La Distillerie zu testen, welches von einem unfassbar engagierten Sternekoch geführt wird, der auf den Tischen ein einseitiges Erklärschreiben über seine Motivation und die Bedeutung dieser veganen Küche für sich selbst erläutert. Als wir ankamen, hatte ich noch nicht den blassesten Schimmer, was mich wirklich erwarten würde. Wir haben nur festgestellt, wie wunderschön das Setting vom Restaurant ist. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das schönste Setting von einem Restaurant, das ich bisher gesehen habe. Das Restaurant ist nicht nur in dieser friedvollen, grünen Umgebung, sondern es ist in diesem Schloss, das man nicht sehen kann, weil da eine Hecke ist. Was geht denn jetzt ab? Wir kommen rein, das ist keine Tischdeko, das ist Essen. Haselnussblatt, Süßkartoffel und verschiedene andere Blätter, das können wir gleich ja schmecken, ich glaube Salbei. Wir müssen uns vor Augen halten, wir sind hier im besten veganen Restaurant der Welt. Darauf ein Rosenwasser. Ich habe das Gefühl, das spielt direkt ein bisschen mit dem Klischee, dass Veganer nur Blätter essen. Ja, okay. So, das ist so dieses stupide Klischee, mit dem wir heute, wenn wir irgendwo damit aufräumen können, dann hier heute. Weil hier sehen wir exzellente Kochkunst und das Ganze in einem veganen Rahmen. Nicht nur vegan, sondern auch glutenfrei. Also ich bin mehr als gespannt, was wir heute erwarten dürfen. Und ich nehme jetzt das erste Blatt. Salbei mit irgendwas überzogen oder so und dippe das in die Soße, die wir haben. Dann probiere ich mal und bin gespannt, ob und wie es mir schmecken wird. Boah, schmeckt richtig gut schon. Wie das häufig in der Sterneküche ist, wurden wir erstmal vollkommen übermannt von den ganzen Eindrücken. Und während wir dann diese wirklich leckeren Blätter gegessen haben, kamen dann auch schon die ersten Gänge aus der Küche zu uns. Wir haben hier ein Holunder-Sorbet auf gepufften Tapioca mit Aktivkohle. Direkt kühl, kalt, Textur, alles wie gehabt, alles am Start. Bis jetzt von der Raffinesse steht das unseren bisherigen Sterne-Restaurant-Besuchen in keinem Punkt nach, also auf überhaupt gar keinen Fall. Das geht so ab. Aber versteh mal bitte, gerade eben Rosenwasser und Baum waren der Beginner. Dann kommen die drei Dinger als zweites. Dann kommt noch was und dann geht es erst los mit dem Menü. Spätestens jetzt merkt ihr es wahrscheinlich, das ist mal wieder so ein Restaurantbesuch aus der Kategorie mehr als 10 Gänge. Dementsprechend nehmt es mir nicht übel, dass ich nicht differenziert auf alles eingehen kann. Ich werde mein Bestes tun, ein Grundgefühl zu vermitteln, was dieser Abend bei mir erzeugt hat. Probieren wir jetzt mal diese Geschichte hier. Das heißt auch Tartar Spirit, weil es so den Gedanken von einem Tartar aufgreift. Man hat auch dieses Gelbe, was so ein bisschen aussieht wie Eigelb oder irgendwie so. Boah, ist das lecker aber, ne? Ich frage mich allen voran, ob ich so einen erfüllenden Gang heute essen werde. Einen erfüllenden Gang klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für diejenigen unter euch, die einen veganen Lebensstil leben. Aber ich sehe das Ganze ja durch eine Omnivorenbrille, also als ein Mensch, der alles isst. Und da gibt es halt manche Gerichte, die so eine tiefe Befriedigung bei einem auslösen. Wenn man einfach so sagt, wow, so da könnte ich mich jetzt reinlegen. Und das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist ein Steak, sind Burger, solche Geschichten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt das dritte Mal, dass uns eine Vielzahl von Startern gebracht wurde. Wir haben ja einmal ein Gericht, welches einfach nur Fenchel heißt. Dann haben wir Wild Crack, irgendwas Gebackenes. Und Yellow Vegetables and Fruit Gazpacho. Also, ich probiere das hier erstmal, weil das wurde heiß aufgegossen. Boah, Mama mia, das hat richtig Punch. Boah, das ist richtig lecker. Wurde angegossen, da waren so gepuffte Reisnudeln, sage ich einfach mal. Die sind jetzt wieder weich, die haben die Soße aufgesogen und schmecken einfach so richtig kräftig und vollmundig. Diese Fenchelnote ist gar nicht mal so präsent. Die geschmackliche Vielfalt hier ist schon verrückt jetzt. Jetzt brauche ich eine kleine Abkühlung. Wir gönnen mir das Yellow Fruit Gazpacho. Ich wurde gerade einfach einmal komplett ans andere Ende vom Geschmacksspektrum geschickt. Von herzhaft, heiß zu kühl, frisch, bisschen Säure drin. Man hat das Gefühl, man isst was Gutes. So, man tut sich was Gutes. Wir haben jetzt ein Gericht, das trägt den Namen Fullness. Grünes Gemüse,
fermentierter Saft, rote Früchte und Chili. Und ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt. Es ist wieder zu schön zum Anschauen und er hat einfach selbst noch so Blätter darauf drapiert. Nee, sieht aus wie so eine Vogelbeere. Gleich bin ich aber tot. So ein paar Erbschen einfach. Also für mich, ne, ist das einfach noch viel kreativer, als was man sonst so in der Sterneküche erlebt, weil das Spielfeld so viel kleiner ist. Ich habe das Gefühl, in der guten Küche gibt es auch Cheatcodes. Und die Cheatcodes heißen Wagyu, die heißen Kaviar, die heißen Skrei oder wie auch immer. Halt irgendwelche richtig edlen, teuren, tierischen Produkte, die durch ihre Natur ganz viel Geschmack mit sich bringen. Und diesen Cheatcode gönnt sich die Küche hier nicht. Kann man es irgendwie beschreiben? Weil ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Problem, auf das wir heute häufiger treffen werden. Es wird sehr schwer, alles zu erklären. Man hat wirklich gemerkt, wie wichtig dem Sternekoch René Mathieu die Erfahrung der Gäste ist, durch Dinge wie das Erklärschreiben, aber auch dadurch, dass er wirklich jeden einzelnen Gang persönlich präsentiert und erklärt hat. Diese Begeisterung schmeckt man einfach und es ging sogar so weit, dass er am Tisch die finalen Vorbereitungen noch getroffen hat, höchstpersönlich. Was geht hier schon wieder ab? Also die strotzen hier wirklich nur von Kreativität. Das ist so verrückt, was wir hier bekommen. Alles, was wir jetzt essen, hat mit Tomate zu tun. Ich dachte zuerst, der tunkt das in ein Öl. Das war Karamell. Tomate in Karamell getunkt und dann eine Blütengewürzmischung gedreht. Das ist schon wieder so ein Mundgefühl und so ein Text, du kennst es einfach nicht. Es ist einfach so, es wird so viel gemacht aus dieser Frucht. Sehr, sehr lecker. Die gerösteten Kerne haben so einen Crunch und so. Das ist wirklich besonders. Man checkt es nicht, ne? Man schmeckt einfach und hält einfach Tomate. Leute, wir sind jetzt durch die halbe Karte durch und ich fühle mich ein bisschen so, als hätte ich das allererste Mal nochmal ein Sterne-Restaurant besucht. Mir fehlen wirklich einfach die Worte, wenn ich die verschiedenen Gerichte probiere, weil alles so neu und außergewöhnlich ist, sodass man irgendwie so ein bisschen Halt sucht, um sich zu orientieren, dabei zu beschreiben, was man schmeckt. Das ist eigentlich was, was man erlebt haben muss, um es wirklich zu checken, weil Eric geht es genauso. Wir sitzen beide da so, was ist das eigentlich so? Was schmeckt so? Aber es schmeckt alles sehr, sehr gut und ich tue mein Bestes, um es euch zu erklären, was es gut macht, aber rein optisch habt ihr ja schon gesehen, das ist einfach Kunst wieder, was hier auf dem Tisch gezaubert wird. Ich fand es wirklich sehr inspirierend, ihm dabei zuzusehen und zu erleben, wie passioniert er einfach mit der ganzen Sache ist. Also ich habe schon einige solcher Begegnungen gehabt. Der Betreiber vom besten Dönerladen, der beste Pizzabäcker der Welt. Diese tiefe Überzeugung sieht man wirklich nur bei den Besten der Welt. Unser nächster Gang wird auf einem Blatt von der Pflanze, die uns gerade präsentiert wurde, serviert. Also das hier unten ist nicht Knäckebrot oder irgendwas, sondern ein frittiertes, in so einer Art Teig gehülltes Blatt. Oben drauf haben wir Sonnenblumenöl, fermentierte Sonnenblumen. Das ist wieder eine weitere Kreation, die man so oder so ähnlich noch nie gegessen hat. Ganz genau. Hier hat man jetzt erstmalig sowas wie so einen Anhaltspunkt. Es schmeckt ein bisschen wie Krabbenchips. Ja? Ohne diesen Meeresgeschmack, aber total herzhaft, vollmundig, ganz verrückte Textur. Man ist wieder so am Nachdenken. Man ist voll am Nachdenken, ne? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr verrückt. Aber und das ist wirklich richtig lecker. Guck mal, so richtig, wenn man sich allein die Hände anschaut. So. Gefällt mir richtig gut. Das hier, gut fotografiert, kann man sofort an die Wand hängen. Das ist ein Bild, das ist Kunst, ja. Locker aus dem Handgelenk, so am Tisch. Das Ganze duftet, ihr habt gesehen, das wurde eingeräuchert. Geräucherte Zucchini ist der Star der Show bei diesem Gericht. Probieren wir mal. Süß, sauer, Zucchini. Es ist einfach so viel mehr als die Basis. Es ist so viel mehr herausgeholt als diese Zucchini. Es ist crazy. Boah, diese Säfte, heftig. Dadurch, dass sie so geräuchert wurde, so sieht das Ganze übrigens aus, also die ist wunderbar weich innen drin. Die ist nochmal quasi lackiert mit was auch immer für einem Zauberkraut. Auf jeden Fall schmeckt es wirklich nicht wie von dieser Welt. Was ich jetzt wirklich mal festhalten muss, auch als Allesesser, zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, steht dieser Restaurantbesuch in seiner Qualität, also auf Sternenniveau, anderen Restaurants überhaupt nicht nach. Ich glaube, wir kommen als nächstes zum letzten herzhaften Gang. 5 Stück insgesamt. Langsam wird man auch so ein bisschen gesättigt. Familie,
Ich glaube, wir sind beim Highlighter. Mal wieder bildhübsch, wunderschöner Teller. Wir haben eine Distelcreme, denn das Ganze heißt Artischocke einfach nur. Disteln gehören scheinbar zur Familie der Artischocken. Und wir nehmen jetzt einfach mal alles, wie der Koch sich gedacht hat, auf eine Gabel und probieren. Wow. Und dann war er endlich da. Der Gang, den ich die ganze Zeit erwartet und erhofft habe. Die Herzhaftigkeit, die Textur. In dem Moment, wo ich das Ganze gegessen habe, habe ich wirklich überhaupt nichts mehr vermisst. Du kannst mir nicht erzählen, dass da keine tierischen Produkte drin sein sollen, weil das schmeckt nach Käse. Ein Arancini haben sie es selbst genannt. Du kannst mir nicht erzählen, dass da nicht irgendwie... Boah, das ist eine echte 10 von 10. Ich bin nur wirklich traurig, dass es nicht so viel ist, weil das ist so lecker, ich würde so viel davon essen können. Wer hat sich überlegt, dass Distelcreme gut schmeckt, weil sie schmeckt sehr gut. Es ist so ein Genuss, also so köstlich, Eric muss jetzt auch essen. Nach all diesen exzellenten Vor- und Hauptspeisen durften natürlich auch kleine Nachspeisen nicht fehlen, die auch alle für sich wahre Highlights waren. Wie zum Beispiel ein Eis am Stiel, welches mit einer dampfenden Präsentation an den Tisch gebracht wurde. Wahrscheinlich ein Wassereis, Ein Wassereis mit Schokoladen dazu. Eine Blaubeer-Nachspeise, die mein ganz persönliches Highlight war. Ich liebe ja Blaubeeren über alles, ne? Ja? Mhm. Boah, das ist so lecker. Wieder schwer zu glauben, dass es vegan ist, weil es so eine krasse Cremigkeit auch hat. Seien da wieder irgendwelche Sahne-Milchprodukte drin. Auch das hier eine absolute 10 von 10. Und zu guter Letzt eine Variation aus Praline, Macaron, Schokokuchen und Panna Cotta. Ich genieße das Ganze jetzt. Wir machen die Kamera mal aus und wir sehen uns im Büro, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, über das alles zu reflektieren, weil das war auf jeden Fall eins verrückt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich satt bin und dass mir es an überhaupt nichts gefehlt hat an diesem Abend. Und das will was heißen. Das ist echt nicht eindeutig gewesen, für mich zumindest zu Beginn. Deshalb, bis gleich. Und da sind wir wieder. Das war so ein Dreh, bei dem ich meine Mutter anrufe und ihr davon erzähle, weil ich es wirklich so krass finde, was ich da erlebt habe. Und meine Mutter fand es genauso krass und meinte, ich muss diese Begeisterung auch im Video wieder rüberbringen. Und ich habe auch meinen Freunden erzählt, fahrt dahin, macht das, erlebt das. Und ich bin mir auch sicher, dass man den Namen René Mathieu wahrscheinlich auch noch in 10, 20 Jahren kennen wird. Für diejenigen, die es interessiert, wir haben 419 Euro bezahlt für 2 Personen, alkoholfreie Begleitung und allem voran für einen unvergesslichen Abend. Deshalb sehr, sehr viel Geld, aber krass. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.